Ja, in der heutigen Zeit, wo unsere Monsanto und Konsorten immer mehr diktieren, was wir anbauen sollen und das immer mehr kontrollieren wollen, wird es einfach Zeit und wird besser, dass wir das auch selber machen. Darum heute das Video, wie man Tomatensamen gewinnt. Das geht eigentlich ganz leicht und das Wichtigste da ist, dass man eben sortenstabile Sorten hernimmt und keine überzüchten und keine hybridisierten, weil aus die kann man keinen Samen mehr gewinnen. Wir haben zwar einen Samen drinnen, aber er ist nicht befruchtet und man kann das auch nicht anbauen. Wir haben hier da ein paar verschiedene ausgewählt. Wichtig ist, dass man bei den Tomaten immer die schönsten nimmt. Nicht die schönsten, aber ich finde wichtigsten, die was einem am meisten schmeckt. Die Tomate sollte man als Samenzucht wieder hernehmen und weitervermehren. Es gibt tausend verschiedene Sorten oder tausende verschiedene Sorten. Wir haben da zum Beispiel die Kremser Perle oder da die Green Zebra. Sind sortenstabil, kann man eben verwenden. Wir haben die jetzt ausgewählt und haben die schon im Oktober geerntet und haben sie jetzt über einen Monat liegen lassen. Man sieht, sie werden dann so schön bis sie so lätschert und weich, weil da innen dann die Kerne, das ist wichtig einfach, die Kerne sind mit einem so ummantelt mit so einem Schleim und der schützt eigentlich die Tomaten selber, dass der innen zum Keimen anfängt. Und jetzt muss man schauen, dass man das löst, dass sie das Samen quasi von dem Schleim lösen. Und das macht man indem, dass man einfach die Tomaten aufschneidet. Man sieht, sie ist schon wunderbar saftig und weich, ist voll schon fast. Also das soll gar nicht mehr hart sein, das soll relativ weich gehen und schon fast zum Zerfallen anfangen. Man kann es dann einfach auslösen. Da sind dann die ganzen Kerne in diesem Fruchtfleisch. Machen wir da dann nur noch. Das gibt man eben raus, schert es dann zusammen in den Löffel, das sind die Samen. Wichtig ist, man gibt es dann einfach in ein Glas Wasser, haben wir es schon vorbereitet, kann man umrühren. Das Glas lassen wir dann ein, zwei Tage stehen, also nicht länger, weil sonst vergängen die Samen nach. Durch das löst sich die Schleimschicht einfach im Wasser auf. Und der Samen kann weiterverarbeitet werden. Ja, wenn das dann 2 Tage gestanden ist, dann nimmt man einfach ein Sieb, was feiner ist als die Körner. Also nicht zu fein, weil sonst kann man es nicht gescheit waschen. Dann lädt man das einfach da rein. Wir haben das da schon vorbereitet. Und dort unter einem Wasserstreuer reibt man das einfach wieder durch ein Passiersieb. Man sieht, dann bleiben die Samen. Die war ganz trocken, also bleibt dann da über im Sieb. Ich klopfe das dann meistens auf eine Zeitung. Da liegen sie dann. Jetzt kommt der Überklo. Das lasse ich dann ungefähr 1-2 Stunden liegen, sodass der Samen sich halbwegs ansauft da. Und dann gebe ich das Ganze auf einen Karton. Weil auf der Zeitung bleibt der Samen so dicker. Und der Samen kann dann da wunderschön abtrocknen. Wichtig ist, dass die Trocknung selber dann relativ schnell geht. Sprich, man soll jetzt irgendwann an einen warmen Ort, an einen Heizkörper oder so stellen, dass das eben nicht zum Keimen beginnt. Wenn der Samen dann trocken ist, kann man verpacken, beschriften und kann eigentlich im Frühling dann zeitig ab Jänner, Februar anbauen. Da gibt es übrigens auch ganz lustige Videos drüber bei uns auf YouTube.